Was passiert, wenn man einen erfolgslosen, unterdurchschnittlichen OMG It's So Damn New I Can Shoot With Weapons Shooter einen Nachfolger spendiert? Naja, okay, Modern Warfare stimmt so halb. Das Spiel hatte ja aber wenigstens noch Erfolg. Ich rede natürlich von meiner Lieblingstrilogie, Code of Honor. Und wie fast jede Trilogie auf dieser Welt hat diese auch drei Teile. Und da wir die ersten beiden schon gespielt haben, kommt nun der, dritte Teil. Die Story ist mal was ganz Neues und eventuell auch der Grund, warum es ein Modern Warfare 3 geben wird. Finanzkrisen ziehen sich über die ganze Welt und da Verbrechen nun auch plötzlich Verbrechen betreiben, muss die Fremdenlegion nun in Frankreich aufräumen. Also geht's als erstes natürlich nach Afrika in einem Privatjet mit mehr als 1000 Sitzen und mehreren Stockwerken. Aber jetzt kommt erstmal das Intro. Wir beobachten mit einem Scharfschützengewehr einen Gegner. Da kommt Donkey Kong. Schleicht sich hinter diesen Reifen. Der Typ hat ihn nicht gesehen. Warum auch? Schleicht sich hinter ihn. Wird schneller und BAM! Hat ihn irgendwie umgebracht. Jetzt ruft er uns her. Wir waren gar nicht so weit weg von dem Typ. Warum hat die Wache uns nicht gesehen? Naja, wenn er den nicht hört, kann er uns auch nicht sehen, ist auch klar. Bei meiner Review zu dem Spiel SAS Secure Tomorrow vom gleichen Entwickler auf der gleichen Engine wurde ich kritisiert, dass ich das Spiel mit COD vergleiche, weil es überhaupt nicht wie COD ist. Guckt doch diese Szene an. Und diese Person hatte recht. Das ist nicht wie Call of Duty, das ist wie Duty Call. Das Spiel ist eine reinste Parodie. Sprinte, indem du nicht zugeordnet drückst, während du dich bewegst. Okay, in die Option gehen, Steuerung. Und warum sind so viele Tasten mal wieder nicht belegt? Das ist so typisch für diesen Entwickler. Wahrscheinlich springen die selber nie. Oder sprinten. Naja. Nachdem wir die Geiseln befreit haben, merken wir, huch, das Ding hat ja gar keinen Piloten mehr. Also stürzen wir mal kurzerhand ab. Und ich weiß nicht, aber mich hat diese Szene, die als nächstes folgt, echt zum Schmunzeln gebracht. Guckt sie euch mal an. Wie geht es Ihnen, Sergeant? Bereit, Sir. Gut, wir haben direkten Befehl vom Präsidenten, nach Frankreich zu gehen und etwas schmutzige Arbeit in Paris zu erledigen. Machen Sie sich fertig und stoßen Sie in 30 Minuten beim Helipad zu mir. Wir werden unterwegs eingewiesen. Also, wir wurden ins Krankenhaus eingewiesen, weil wir uns verletzt haben. Natürlich beim Flugzeugabsturz sollte man sich auch verletzen, wenn nicht, ist es ein leichtes Wunder. Und dann werden wir sofort eingewiesen danach, als wenn nichts wäre. Ja, scheiß auf das gebrochene Bein. Ich meine, hier gibt's ein bloody Screen, das regeneriert sich eh schnell. Die nächste Mission spielt in Paris. Und wie es für einen Shooter dieser Klasse üblich ist, treiben uns die Kämpfe an bekannte Orte, die jedem direkt in den Sinn kommen, wenn man an Paris denkt. Genau! Bürokomplexe! Einen nach den anderen! Fuck yeah! Während das Spiel seit dem zweiten Teil auf die gleiche Engine baut, waren die Kämpfe im zweiten Teil doch deutlich dynamischer. Die Intelligenz der Gegner wurde natürlich auch nicht hochgeschraubt, stattdessen stirbt man einfach deutlich schneller. Das soll das Ganze ja ausgleichen. Frei nach dem Motto, Programmierer, sind die Gegner jetzt besser? Nein, aber der Spieler ist schlechter. Ja, das sollte niemandem auffallen. Was hier im Spiel natürlich nicht fehlen darf, sind die Typen, die so cool sind und Türen auftreten. Zum Beispiel unser Chef, aber auch andere Leute treten die Türen auf. So wie Mr. T. So oder so ähnlich sah es auch im Spiel aus. Eins muss man dem Spiel echt lassen. Also durch die ganzen Wackeleffekte, dass irgendwie immer was von der Wand abfällt, dass überall Funken fetzen und durch diese epische Musik wirken diese Kämpfe gegen Klonkrieger richtig cool. Thank you.
Ansonsten hatte das Spiel nicht mehr viel zu bieten. Wir hatten diese gewöhnliche Fail-KI, die uns zwar gesehen hat, aber uns ignoriert. Und auch richtig coole Fensterspringer. Sogar einen Shooter-typischen Luftschacht gab es. Aber naja, wenigstens gab es keine scheiß Slow-Mo-Effekte. Fuck! Dreckig. Das Spiel ist mal wieder purer Durchschnitt. Aber es ist trotzdem schlechter als der zweite Teil. Und das war schon was heißen. Stirb, Geiseln. Tschüss.